Manchmal stehe ich am Morgen auf und denke mir, vielleicht habe ich es nicht verdient, so erfolgreich zu sein. Und dann schaue ich mir meinen YouTube-Kanal an und dann klickt es bei mir. Doch, ich hab's verdient. Hello Baby, welcome to the new video. Diese Schweine hier arbeiten an meiner zukünftigen Villa, die ich mir dank YouTube leisten kann. Heute machen wir einen kleinen Ausflug ins Zoogeschäft und ihr habt die Ehre, mich zu begleiten. Natürlich, ihr wisst schon Bescheid, ich bin ein reicher, vielbeschäftigter Multimillionär-YouTuber. Solche Ausflüge kann ich nicht leider jeden Tag machen, also genieße es, solange es dauert. Das ist ein Zoo namens Kölle. Nach 90 Jahren ahnungslosen Rumwandern habe ich endlich mein Ziel erreicht. Und ich muss leider sagen, ich bin sehr enttäuscht. Schau dir die jämmerlichen Preise an. Ein Kratzbaum ist kein YouTuber-Kratzbaum, wenn es nicht über 10.000 Euro kostet. All diese billigen Spielzeuge beeindruckten mich nicht. Luna würde sie in weniger als eine Stunde kaputt machen. Das ist kein Spaß, by the way. Sie macht jedes verdammte Spielzeug kaputt, was ich ihr kaufe. Das muss ich überholen, damit dieser dumme Hure aufhört, Katzenstreu in der ganzen Wohnung zu verteilen. Für eine Sekunde Spaß beiseite, Leute. Dieser Geschäft hat sehr viele coole Sachen, wenn du ein Tierliebhaber bist. Also wenn du für dein Haustier was Cooles kaufen willst, auf jeden Fall sehr viele coole Sachen. In letzter Zeit wurde ich oft gefragt, warum ich auf einmal so viele YouTube-Videos hochlade. Die Antwort dazu ist mehr oder weniger, ich habe einfach gelernt, auf die Meinung von anderen Menschen zu kacken. Nicht jede Kritik bedeutet zugleich auch, dass das eine gute Kritik ist. Menschen, die es selbst nicht können, die versuchen es anderen Menschen zu lehren. Mein Rat ist einfach, zieh dein Ding durch und tu Sachen, die dich glücklich machen. Wir haben ein kleines Problem. Ich bin eigentlich hergekommen, um süße Hasen zu sehen. Doch ich habe keine süßen Hasen gefunden. Es gibt Fische, aber Fische sind keine Hasen. Es gibt süße Vögelchen. Aber süße Vögelchen sind leider auch keine Hasen. Mann, komm schon, ich will wenigstens einen Hasen sehen. Oh nein. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Hier ist genau ein Hase und Hasen lieben es nicht, alleine zu sein. Der Hase tut mir actually so fucking leid. Wäre meine Wohnung groß genug, würde ich den Süßen sofort mitnehmen. Aber leider habe ich nicht genug Platz und ja, der tut mir einfach leid, schaut wie depressiv er aussieht. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist extrem klein, aber wenn du einen süßen kleinen Hasen brauchst und hier in der Nähe wohnst, hier ist ein süßer Hase, vielleicht könntest du ihn adoptieren. Okay, Papa. Schau, wie süß diese Vögelchen sind. Am liebsten würde ich sie einfach alle mitnehmen. Doch natürlich, als YouTuber bin ich erst zufrieden, wenn ich für etwas extrem Unnötiges ganz viel Geld ausgebe. Und was gibt es noch Unnötigeres, als einen Kingfish zu besitzen? Ich meine, die tun gar nichts. Dieser luxuriöse, mysteriöse, coole Fisch kostet über 16.820 Euro. Und der kommt heute mit mir nach Hause. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, und heute bewerten wir diesen Fisch, den ich heute gekauft habe.